Peggy 18. Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Und ja, der Junge hat sich im letzten Part ein bisschen beschwert, verstehe ich auch. Aber ich glaube, Kratos liebt ihn über alles. Auch wenn er das halt leider nicht wirklich ausdrücken kann. Naja, das ist ja manchmal auch sehr schwer, seine Gefühle auszudrücken, weil er ja mit anderen Problemen auch beschäftigt ist. Was ja Atreus gar nicht weiß. Ah, ich habe gerade überlegt, wie er halt heißt. Sein Name ist. War sie im Licht? Wer? Na, sie. Nein, war sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge. Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. In dem Licht waren für mich nur Minuten vergangen. Falls dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen, wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard, zum Schwarzen Atem? Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen? Ich denke, es gibt schon noch ein paar Dinge zu sehen, wenn wir dann dahin können. Denn nämlich hier war ja noch was. Wenn wir dann hier hin können. Vater? Kennst du noch jemanden, der Stimmen gehört hat? Ich kannte verzweifelte Seeleute, die, als uns die Vorräte ausgingen, ihren Durst mit Meerwasser stillten. Sie schworen, dass die Sirenen, boshafte Kreaturen, die von Inseln aus zu ihnen sangen, ihre Frauen und Töchter seien, die sie heimriefen. Sie steuerten uns auf die Riffe zu und brachten alle in Gefahr. Wie habt ihr sie geheilt? Wir warfen sie über Bord. Oh, gut, dass ich kein Meerwasser getrunken habe. Stimmt's? Ja, das stimmt. Ich sehe da keinen Weg, dahin zu kommen. Vielleicht ist es aber auch nur Dekoration. Man weiß es nicht. Weil es sieht nicht gerade so aus, als könnte man da irgendwas machen. Also, dann gibt es hier auch Sirenen anscheinend. Ihr wisst ja, was Sirenen sind. Ne, Meerjungsfrauen. In der Regel. Oder, naja. So was in der Art. Was ist eigentlich das? Ah, da hat er ja vorhin dieses Ding geholt. Gab es hier vielleicht hier hinten irgendwo, wo man anlegen kann? Diese komische und düstere Musik. Ja. Wieder da? Ihr wart beschäftigt. Messerscharf erkannt. Ich bin bekannt für meinen Blick für Details. Du weißt aber schon, dass du auch davon warst. Seid ihr schon in Fafnirs Lagerraum gewesen? Warum ist Brock blau und du nicht? Junge. Ach, schon gut. Sogar eine sehr gute Frage. Weißt du, mein Bruder ist nicht so sorgsam wie ich. Halt dich fest. Er benutzt bei der Arbeit mit dem Metall seine bloßen Hände. Keine Handschuhe. Komm, Junge. Komme. Okay. Naja, ich habe keine Ahnung, wo dein Bruder... Bruder,
der Typ, wo du suchst, genau ist. Ich wüsste halt auch nicht, wo dieses Lager sein soll. Vater, ich muss dir etwas beichten. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das sich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, bevor sie Angst hatte. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Das ist doch gut, er hat eigentlich eine gute Fähigkeit. Solange er nicht weiß, wie man damit umgeht, ist natürlich ein bisschen blöd, aber... So, wenn er es weiß, wie man damit umgeht, ja. So, ich weiß halt nicht, wo genau wollte, dass wir genau hingehen. Also von dem her... Da hole ich doch lieber dieses Hack selber, auch wenn es nur 7 Stück sind. Besser 7 als gar keins. So, die Frage ist, wie kommt man am besten zurück? Mit diesem komischen Portal vielleicht auch. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Kannst du da drauf schießen? Ja, die Frage ist nur, ob das genauso funktioniert, wie wir das hoffen. Die andere Frage ist... Funktioniert jetzt das mit dem Pfeil? Also beziehungsweise haben wir dann alles, was wir brauchen? Und wäre die Story damit zu Ende? Ich glaube nicht. Definitiv nicht. Also Midgard. Oh, ich drehe es ein bisschen auf die falsche Seite. War das nicht das Midgard hier? Ach, er wollte doch, dass wir dahin gehen, oder nicht? Nilfsheim. Können wir ja auch gar nicht, also hätten wir diese Nebenquests auch gar nicht machen können. Hä, wo ist jetzt Midgard, bitte? Ach, zurück zu Midgard, ja. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Midgard ist nämlich gar nicht auf der Karte versehen. Gefühlt. Weil, wieso ist jetzt dieses Ding... Hier anders? Egal. Brock! Wir waren in einer anderen Welt und trafen deinen Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Hm? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blinder Schweinfurz gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Was hast du gemacht? Verbessert. Wieso denn das nicht schon vorher? Aus welcher Welt hat's euch hierher verschlagen? Lass mich raten. Auf Heim? Richtig geraten. Den Geruch erkenne ich überall. Hab früher viel Zeit dort verbracht.
Aber das darf ich jetzt nicht mehr wegen des Zwischenfalls. Was ist passiert? Weiß ja nicht, ob dein alter Herr es gut findet, wenn ich es dir erzähle, weil Fluchen und Stehlen und Hurerei damit zu tun hatten. Was? Richte nicht über mich. Ihr seid's doch, die nach Alp stinken. Da werden einfach Erinnerungen wach. Jetzt hau ab! Meine Arbeit macht sich auch nicht von allein. Rock. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichelecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Was noch? Willst du eine Umarmung? Los, zieh Leine! Wie wär's denn mit einer Umarmung? Sie haben... einige verlorenen Gegenstände, genau. Ja. Ah, hier. Polierende Wappen der Beharrlichkeit. Hoher Bonus. Chancen auf. Nehmen. Okay. Ich muss das. Verkaufen. Wo sind denn diese komischen Auferstehungssteine? Diese Dinge, die wo wir gesammelt haben. Ah, Artefakte wahrscheinlich, ne? Hier Beute, gut. Schön, dass du so viel Wert auf Details legst. Ja, das ist doch super, Axelber, ja? Ich verstehe halt nicht die neuen Dinge, ne? Die halt Level 2 sind. Halt irgendwie schlechter. Ich weiß auch nicht. Also sie geben alle mehr Ruhen und Abwehr, aber irgendwie das andere, ich weiß auch nicht. Kraft schwindet halt einfach. Ich weiß nicht wieso. Ah, ich kann die Axt noch mehr verbessern. Frostflamme. 1 von 1. Damit wirst du sicher Spaß haben. Und lass ja nicht zu, dass mein stümperhafter Bruder sie nochmal in die Hände bekommt. Die sind halt ein bisschen rivalierend. Oh, ich habe jetzt endlich Level 2 erreicht. Nice. Also, ist das die Axt oder was ist damit gemeint? Ich glaube zum ersten Mal. Oh. Die Frage ist, was habe ich denn eigentlich ausgerüstet von denen? Nichts. Ah, ich habe was völlig anderes wahrscheinlich momentan ausgerüstet. Ah, ich kann es auch verbessern. Aber das klingt doch auch noch gut. Das macht ein bisschen mehr als... Klar, das gibt uns mehr Abwehr, aber das gibt uns mehr Kraft. Das ist eine falsche Zurückhaltung. Wie gut das. Das doch noch. Das mit Stolz, Kerl. Ich glaube, ich habe die anderen Dinger eben auch nicht ausgerüstet gerade. Junge. Okay. Was können wir machen? Verkürzt die Pfeil. Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. So klein ist wie wir, ist das ein natürlicher Schutz, Gegner zu treffen. Was brauchst du noch? Ich schau mal, was ich hier bisher habe, ne?
Ja, Level 3, das ist doch super. Ich könnte natürlich manche Dinge hier auch verkaufen, ne? Weil das sind ja alles Level 1er zum Beispiel, die könnte ich alle verkaufen. Die brauche ich ja jetzt eigentlich nicht mehr. Gehen wir's an. Verkaufen. Okay, den Level 2er würde ich mal sagen, behalten wir noch. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn eigentlich brauche. Das würde halt mehr Runenkraft geben. Und das mache ich auch mal weg hier. Einfach, dass ich mal etwas habe, das mehr Runen-Ding gibt, aber... Ja, das würde Abklingzeit mehr geben, aber... Ja, was soll ich sagen? 1 plus gibt's auch noch. Das dürfte dann fürs Erste reichen. Sag's nur, Kleiner. Was soll's denn sein? Wir haben hier komische Zauberdinger. Die weiß ich halt echt nicht. Was ich damit anstellen soll? Pack selber. Einfacher Auferstehungsstein. Nee. Den behalten wir. Wenn ich richtig sehe, kann ich hier auch wieder zurückkaufen, was ich ihm verkauft habe. Anscheinend. Ich könnte das zum Beispiel verbessern, wenn ich dann etwas hätte. Ah. Naja, eben, wie gesagt, es fehlt mir hier einiges. Die kann ich komischerweise verbessern, aber ja. Das war's. Ja, was erwartest du? Naja, mehr ein bisschen auf Schaden. Ich mach halt auf Schaden. Kennst du noch den Weg zurück zum Schwarzen Atem? Na klar, wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl. Wir gehen zum Schwarzen Atem. Aber, meine lieben Leute, das machen wir im nächsten Part von Let's Play God of War. Danke fürs Anschauen, habt einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal und... Streitet euch nicht mit Möwen. Das bringt nichts. Also, tschüss! Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Die Axt, die du da hast, du musst sie gut behandeln. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer.